Ja, servus, grüezi und hallo. Euer Mr. Key präsentiert die nächste Folge. Tipps und Tricks für und natürlich mit Yamaha Keyboards. Es geht um die Dance- und Trance-Sounds. Auch heute habe ich wieder drei verschiedene Registrationen, Klangkombinationen für euch vorbereitet. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen auch gleich an die Keyboards. Ihr hört es, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich hoffe, es reicht für das Video. Mal schauen. So, aber trotz allem, auch wenn meine Stimme etwas komisch klingt heute, ich wünsche euch viel, viel Spaß und ganz viele nützliche, informative Minuten und Tipps von mir. Auf geht's! So, natürlich habe ich auch wieder meinen gewohnten Spickzettel zur Hand und ja, auch wenn es so klingt, es ist kein Klavier hier mit bei. Das ist ein elektronisch erzeugter Sound und ja, eine Klangkombination aus drei verschiedenen synthetischen Klängen. Vorreiter bzw. Ideengeber war wieder der Genus und ich habe das wie in den vorhergehenden Videos mit den Dance- und Trance-Sounds am kleineren Keyboard, am PSR E353, denn umgesetzt, so gut es ging. Ja, trotz fehlenden Echos, das kann man denn leider nur mit einem externen Gerät machen. Es klingt aber dann, wie gesagt, ein bisschen anders wie im Genus. Okay, erste Klangbeispiel am Genus. Ja, man hört sehr schön hier einen ebenfalls aus dem Dance-Bereich entnommenen Style und zwar den Clubhouse. Genau, und auch wenn das ein bisschen nach Klavier klingt, wie eben schon gesagt, es ist rein elektronisch-synthetisch erzeugt. Eine schöne modellierbare Fläche. Und ja, für Begleitparts vielleicht so ein bisschen Solo-Parts, aber hauptsächlich für Begleitparts. Und wenn ihr eventuell diesen Sound einsetzt und noch ein zweites Keyboard habt, dann kann man das wunderschön mit einem anderen, vielleicht noch kräftigeren Solo-Sound kombinieren. Ja, wie zuvor in den Videos auch, habe ich hier den Vorschlag genommen, den Yamaha auf den OTS-Tasten gespeichert hat. Und dieser Sound war auf der OTS-Taste Nummer 3. Ich das jetzt mal umschalte. Sind genau die gleichen Klänge. Ja, und wie gesagt, dazu der Clubhouse-Style und dann kann das so klingen, wie eben gehört. Ja, das Ganze am kleineren Modell. Auch da habe ich einen Club-Style gefunden, den Club Beat nennt er sich. Der ist hier auf der 031. Hier habe ich jetzt doch eine, weil hier sind ja mehrere, drei Klangfarben, eine Klangkombination ausgewählt, Piano Strings,
auf der 237 ist das hier. Und dazu ein sogenanntes Sweep Pad. Das ist in diesem Modell die Nummer 469. Und ja, das Ganze klingt so. Ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Natürlich ganz klar aufgrund der modernen Technik beim Genus noch klarer, noch druckvoller klingt. Ja, der Style plus diese Klangkombination am kleineren Keyboard hört sich zusammen so an. Ja, wie eben schon gesagt, auch hier vielleicht eher der begleitende Part anstatt solistisch. Dafür ist er wirklich sehr schön geeignet, auch wenn ihr vielleicht die Akkordfunktion ausschaltet, bei einem kleineren Modell als dem Genus. Und ja, sogenannte Oktav-Bass-Begleitung macht. Hier habe ich jetzt gerade C und C in der Oktave gespielt, ganz unten auf der Tastatur, und dadurch kann es natürlich noch viel kräftiger klingen. Allerdings ist der Style dann natürlich bis auf das Schlagzeug. Ist es denn weg, beziehungsweise belegt? Ja, gehen wir weiter zur zweiten Einstellung, die ich vorbereitet habe. Und da habe ich mich für den Dream Dance Style entschieden, am Genus. Und ja, das Ganze klingt hier jetzt so. Ihr hört schon, das ist so ein bisschen Chor-ähnlich. Man könnte an Alan Parsons denken oder Enigma oder ähnliche Interpreten oder Künstlergruppen. Dazu der Style. Hier vielleicht eher die Begleitfunktion für diese Klangkombination, aber trotzdem sehr kraftvoll und natürlich auch dynamisch spielbar. So, hier stand OTS Taste Nummer 3 Pate. Natürlich könnt ihr auch gerne, wenn ich jetzt euch nur eine OTS-Möglichkeit vorstelle, die anderen ausprobieren, und die sind natürlich passend jeweils zu dem Style arrangiert von Yamaha, aber auch da findet man sehr schöne Dance- oder Trance-passende Sounds. Auch ein paar andere natürlich mit
ich sag's mal vorsichtig, normalen Instrumenten, Gitarre, Bläser, Klavier, was auch immer. Aber schaut da einfach mal auch bei den anderen OTS-Tasten dann jeweils vorbei. Gut, wenn ich hier die 3 drücke. So, wer jetzt genau aufgepasst hat, der sie hat jetzt gemerkt, oh, die klingen jetzt hier irgendwie höher. Stimmt, für die zur Einstellung habe ich nämlich einfach mal den Chor, beziehungsweise auch die beiden anderen Klangfarben, die hier kombiniert wurden, eine Tonlage runter eingestellt. Und zwar über das Voice Setting kommt ihr dahin im Menüpunkt und dann kann man über Oktave das höher oder tiefer einstellen. Und dann kann man jetzt in dieser Einstellung auch sehr tiefe Chortöne spielen. Sonst hier ganz oben. Das ist vielleicht dann nicht mehr ganz so schön und klingt eher nach Streichern. Aber da sind ja die Geschmäcker alle unterschiedlich und was soll ich sagen? Meine Favoriten hier sind neben der 3 natürlich, die ich euch präsentiert habe, auch die anderen 3 übrigen, 1, 2 und 4, die alle sehr passend sind für diesen Dream Dance Style. Okay, das Ganze schauen wir uns mal am kleineren Keyboard an. Das muss ich jetzt, da hier weniger Speicher drin ist, natürlich noch kurz einstellen. Aber hier habe ich den Style Eutrans für Eurotrans genommen. Das ist die 038. So, das Tempo eben noch einstellen. Ups, da war mein Kopf am Mikro, sorry. Hier habe ich jetzt mal ein Vokal-Ensemble-Sound ausgewählt als Hauptklangfarbe. Das ist in diesem Keyboard die 067. So, die Lautstärke ist hier 92. Und wie bisher natürlich auch in dieser Folge, die Einstellung gibt es dann unterhalb des Videos im Kommentar für euch. So, die Dual-Klangfarbe ist ein Poly-Syn-Pad-Sound auf der 463. Und den habe ich etwas lauter gemacht, 117. So, und das Ganze zusammen hört sich dann so an. Dazu der Style.
okay, aber auch das kleinere Keyboard kann ähnlich klingen in diesem Chorbereich und auch eine entsprechende Dance-Atmosphäre erzeugen mit den gegebenen Möglichkeiten. Ja, und dann habe ich natürlich, wie versprochen, noch die Registration Nummer 3 für euch. Und auch hier aus dem Dance-Bereich, bei den Styles habe ich mich für den Modern Hip-Hop-Style entschieden. Und OTS Nummer 2 war hier der vorgebende Part. Und ihr hört schon, das ist wieder ein kräftiger, synthetischer, mit einem schönen Echo versehener Solo-Sound. Dieser Sound ist monophon eingestellt. Das heißt, es klingt immer so ein bisschen abgehackt, wenn man mehrstimmig spielen möchte. Passt aber zu dieser Klangcharakteristik ganz gut, diese Mono-Einstellung. Über die Voice-Taste, ihr seht hier die gelben Buttons, da könnt ihr das aber auch auf Polyphon stellen, also dass ihr dann mehrstimmig Akkorde spielen könnt. In der aktuellen Einstellung ist es, wie gesagt, Monophon. Hat auch den Vorteil, man kann sehr schön diese synthetischen Spielweisen nachahmen. Ja, nachahmen, das ist auch das Stichwort für den kleineren Kandidaten, das kleinere Keyboard. Und ja, da habe ich mich hier für den Mellow Hip Hop entschieden auf der 036. Geschwindigkeit 111. Als Hauptklangfarbe habe ich hier den SAW-Lead, also Saw-Lead 102 ausgesucht. Und ja, der ist auch ganz kräftig eingestellt, so laut es eben geht, 127. Als Dual Voice kommt hier, den hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt, aber es passt auch eben zu dieser Charakteristik dieses Soundvorschlages vom Genus, den RST Egg Saw, also Resonanz Tech Saw, würde ich mal übersetzen, heißt das Ganze. Und der ist hier auf der 103.
Und die Lautstärke hier habe ich etwas runtergenommen auf 70. Der Style hört sich so an. Und dazu der Sound. Was hier jetzt natürlich sehr schön ist, wenn ihr einstimmig und mehrstimmig spielen möchtet, hier braucht man nicht umschalten, eine Mono-Funktion für eben die Klangfarben gibt es bei diesem kleineren Modell nicht. Das heißt, Akkorde, kein Problem. Lässt sich alles ganz wunderbar einstellen. Ja, was auch sehr schön ist, bei zwei Keyboards, ihr könnt wechselweise auf dem einen spielen, den Style nehmen oder entgegengesetzt das Ganze umdrehen. Das mache ich auch nochmal ganz kurz mit diesem Klangbeispiel. Und ja, xx verschiedene Möglichkeiten, die sich euch da auftun. Wie gesagt, leider fehlt diese Echo-Funktion so ein bisschen im kleineren. Das würde die Sounds natürlich noch entsprechend weiter nach vorne bringen, noch druckvoller machen. Echo-Funktionen im entsprechenden Chip gibt es, glaube ich, erst ab der Mittelklasse bei den Yamaha-Keyboards. Ja, auch wenn man den unteren Style nimmt, den unteren, vom unteren Keyboard, so muss es heißen, lässt sich auch gut kombinieren. Ja, ihr seht, ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und es gibt noch vorerst zwei weitere Folgen mit den Dance und Trance Sounds. Dazu muss ich sagen, ich habe da jetzt nur die Ideen von den OTS-Einstellungen von Yamaha übernommen. Und ja, bei der Produktion von diesem Video im Vorfeld, bei den Einstellungen, man kann oder ihr könnt, wenn ihr das selber nachmacht, quasi stundenlang improvisieren, ausprobieren. Das hat auch mir, eurem Mr. Key, so viel Spaß gemacht. Ja, ich wollte eigentlich noch das eine oder andere schaffen, aber ich war so fasziniert, auch heute wieder bei der Vorbereitung zu diesem Video, bei dem Ausprobieren der OTS-Einstellungen. Es ist einfach faszinierend und ich kann euch nur empfehlen, probiert das alles mal aus und es macht riesig viel Spaß, auch das nachzubauen, zu programmieren an anderen Keyboards, außer dem Genus. Beim Genus Style wählen, OTS-Vorschlag von mir.
drücken und schon kann es losgehen. Bei den anderen Keyboards muss man ein bisschen dafür einstellen. Aber es ist eine riesige, tolle Entdeckungsreise, die ihr da machen könnt. Und es macht viel, viel Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Genau. Er möchte auch schon wieder spielen hier. Ja, wir sind wieder am Ende des heutigen Videos. Zwei Stück mit den internen gibt es noch. Und ich habe was danach noch geplant für euch. Lasst euch da überraschen im übernächsten Video. Da werde ich denn Näheres dazu sagen. Für heute sagt euer Mr. Key aber erstmal vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Trotz meiner angeschlagenen Stimme wünsche ich euch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video mit den Dance und Trance Sounds. Bye, bye.